Bernie charged. Hello. Hello. Battery charged. Hello. Hello. Hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Lego Star Wars 2020 Set Review. Heute mit dem ersten Set aus der Aprilwelle. Ja, Dio ist tatsächlich vor den drei Büsten bei mir angekommen. Wie ich schon verraten habe, es ist Dio mit der Set Nummer 75278. Alle Infos wie immer auch hier rechts eingeblendet. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist ein weiterer Bilbo Character. Ihr habt im Einspieler schon gesehen, von der Größe her kommt er wirklich sehr nah ans Original ran. Ich glaube sogar, er ist 1:1 Scale, also weil das Original soll 30 cm groß sein und der ist tatsächlich auch 30 cm groß laut Verpackung. Schönes Set. Tatsächlich 27 cm. Hier steht 27 oder 10,5 Inches. Also ganz nah dran am Original und wir starten jetzt direkt in die Timelapse, um zu sehen, ob das Set was taugt. Und go! CS-Modell. Wieso? Aber ja, ich stelle euch jetzt ganz kurz die Features vor des Sets. Es sind nicht sonderlich viele, weil es natürlich ein Ausstellungsstück ist. Und anschließend seht ihr dann noch eine wunderschöne Kamerafahrt von dem Set. Ich würde sagen, jetzt erstmal die Kamerafahrt. Schildchen eingehen. Wie ihr sehen könnt, das sind die üblichen Informationen. Sehr, sehr nett. Und nebendran habt ihr die Minifigur von Dio. Also wenn ihr im Resistance Y-Wing oder im Millennium Falcon noch keinen bekommen habt, dann habt ihr hier nochmal die Gelegenheit, euch einen zu besorgen. Ganz simpler Stand und das ist natürlich wie immer mit einem Aufkleber gelöst. Ähnlich wie beim Yoda oder auch beim Pork.
gehen wir jetzt kurz auf die Features ein. Ihr habt einmal hier ein Rädchen, an dem könnt ihr drehen. Dadurch kann Dio seinen Kopf etwas neigen. Ja, ihr seht das. Und dann habt ihr hier oben noch ein Rädchen. Das sorgt dafür, dass der Kopf sich drehen kann. Es geht auch ziemlich gut. Der ist, wie ihr seht, der ist ziemlich freischwingend. Also sehr, 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 sehr cool. Gefällt mir gut, wie das umgesetzt ist. Ihr seht vielleicht, mein Dio hat hier vorne Kratzer auf dem Print. Das ist etwas schade. Da habe ich aber schon per Mail nach Ersatz gefragt, weil das Teil tatsächlich nicht gelistet war in den Ersatzteilen. Und ja, so möchte ich den mir natürlich dann doch nicht hinstellen. Ich möchte schon, dass er dann schön aussieht. Ich bin aber zuversichtlich, dass Lego da was schickt. Ansonsten ist es wirklich ein reines Display-Model. Das Rad dreht sich nicht, es ist fest verbaut hier mit dem Boden. Finde ich auch sehr schick gelöst, damit man die, also da sind lauter Technikteile hier eigentlich. Die sieht man alle nicht, sehr schön verkleidet, auch verschiedene Farben für den Sand verwendet. Ziemlich, ziemlich cool. Wie gesagt, die Details seht ihr, da habt ihr ja in der Kamerafahrt schon gesehen. Reden wir einfach nochmal zum Schluss über den Preis des Sets. OVP sind 69,99, 70 Euro. Und ich habe viele rumheulen hören über den Preis. Und an der Stelle einfach mal möchte ich ein Statement setzen, auch an die Lego-Community, gerade an die größten Lego-YouTuber, die eigentlich ein Vorbild sind. Diese 10 Cent pro Teil, die haben wir schon lange nicht mehr und die gab es auch früher nicht immer. Und ich finde, ein Set sollte nicht daran bemessen werden, ob es diese 10 Cent pro Teil hat, sondern fühlt sich das Produkt in meinen Händen an, als wenn es 70 Euro wert ist? Oder ist es mir das wert, das mir zu kaufen? Und ich muss ganz klar sagen, ich habe den jetzt zwar günstiger bekommen, ich habe ihn für 60 Euro bekommen, mit Versand. Mir wäre auch 70 wert gewesen. Also ich finde, es ist ein wirklich wunderschönes Set. Der Pork hat damals auch ursprünglich 70 Euro gekostet, ging dann im Sale für 50 Euro rum. Bei dem wird es ähnlich sein. Wenn ihr ihn nicht unbedingt haben wollt, dann könnt ihr spekulieren, ob er im Preis fällt. Auf vielen Seiten ist er auch schon für 55 Euro erhältlich. Also da eben mit Versand dann 60 Euro. Da kann man ruhig zuschlagen. Für mich fühlt er sich wertig an, er ist toll gebaut. Leider ist mal wieder eine komplette Farbenlehre. Oh, hi Stella, willkommen im Review. Wieder eine komplette Farbenlehre im Set verbaut. Und ich bin es leid. Gut gelungen. Vielen Dank, dass ihr euch das Review angeschaut habt. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Bis dann, ihr Jedi Meister.